Ihr wollt wissen, wo das alles herkommt? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen... Also ich möchte mal gucken, ob ich es hinkriege, den ganzen Spaß hier quasi in ein Video zu packen. Wir müssen noch 5 Sachen produzieren, um dann an unser Ziel zu kommen. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Aber die gute Nachricht ist, wir haben genug von den Kollegen. Die nehmen wir auch direkt mit, weil das weiß ich schon mal, die brauchen wir. Jetzt müssen wir einmal gucken. Wir haben noch vor der Brust Beton zu machen. Dafür brauchen wir 11 Fabrikatoren. Das heißt, wir setzen mal 2 davon, 2 davon. Dann brauchen wir 17 Fabrikatoren für die Stahlbetonträger. Das heißt, da setzen wir nochmal 3 und da 3. Dann brauchen wir Modular Frames. 27. 6, 12, 18, 24. Okay. Ja, setzen wir nochmal 5 drauf. Perfekt. Das hat gut geklappt. Da auch 5 drauf. So. Ist ein bisschen zu viel. Weiß ich. Ist mir egal. Und wir brauchen nochmal 22. Also nochmal 4 dazu. Weißt du mal, hier 14. Drücken, Tab, sind damit falsch. Also so wird das auf jeden Fall nichts, was ich mir vorgenommen habe. Aber man kann ja schneiden, das ist praktisch. So, also 14. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Und dann brauchen wir noch 8 Manufaktoren. Produktion, die Kollegen. Einer zu viel. Wow. Dann kaufen wir mal eben ein. Aber machen erst die Musik anders. Besser und ein bisschen leiser das Ganze für mich. Was brauchen wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit hätten wir das. Die brauchen wir definitiv nicht hier. Die Stangen können wir auch ein bisschen beiseite räumen. Da brauchen wir garantiert nicht mehr so viel. Wir brauchen aber... Oh, Stangen machen wir ganz einfach. Die hauen wir einmal weg. Das hauen wir einmal weg. Brauchen wir die Kollegen? Nein. Tschüss. So. Dann geht's weiter. Das haben wir. Wir brauchen Kabel. Und natürlich zum Anschließen noch ein bisschen mehr. Okay. Motoren. Haben wir genug. Kunststoff. Da haben wir schon mal wieder ein Problem. Witzigerweise müssen wir die auf den Weg bauen. Die Manufaktoren brauchen wir genau dafür. Und wir brauchen... Ich liebe es. Das ist super. Okay, Kunststoff haben wir. Aber das ist Gott sei Dank kein Ding, was man... Brauchen wir die hier? Nein. Was brauchen wir? Brauchen nur noch Eisenstangen und Eisenplatten. Die sind relativ weit hinten. So. Packen wir noch ein bisschen extra. Und Eisenplatten. Kommen von hier. Und den Rest machen wir damit voll. So. Schon ein bisschen makaber. Das ist das, was wir jetzt noch brauchen. Genau, gehen Sie erstmal dahin. Also das letzte Teil, ausgerechnet eins ist, was uns ein bisschen fehlt. So.
den ganzen Rumgefliege wird das aber nicht, was ich mir so denke. Aber es geht jetzt erstmal nur um den einen hier. Mein Gott. Da ruckeln wir mal eine Runde. So, wie hatten wir das gemacht? Welche... Du, Kollege, bist hier noch frei. Das heißt, wenn der Kollege hier noch frei ist, machen wir das ganz einfach. Wir setzen quasi hier den hin, stellen uns möglichst da drüber und sagen, an die gleiche Stelle kommt das hier. Und dann ist hier ein, das geht oben, das muss hier runterkommen. So. Genau, so. Und so. Der Kollege dazwischen. Er ist ein bisschen bekloppt, weiß ich. Macht aber nichts. So, und jetzt kommen wir hier nicht hoch. Das ist blöd. Kommen wir hier hoch. Das war das Ding. Okay. Einmal runter, einmal rum und dann da hoch. So. Da muss unser Ausgang sein. Mit denen würde ich halt gerne anfangen, weil die wirklich hier runter sollen und dann ist gut. Heißt, wir setzen die auf ungefähr diese Höhe hier. Und zwar so weit nach hinten wie geht. So, wo sind wir denn hier? Wir wollen wenigstens einen freilassen. Einen freilassen. Okay, machen wir zwei draus. Und dann ziehen wir das Ganze so. Okay. Schon echt makaber. Aber dafür gehe ich jetzt nicht hin und versuche irgendwo anders noch was zu bauen. Weil, wie gesagt, die Dinger produzieren quasi exakt das, was wir hier brauchen, was uns fehlt. Das sind nur 14 Stück. Das ist so bescheuert. Wo haben wir eigentlich den? Oh! Direkt davor. Wunderbar. Heißt, wir können uns das schon mal so merken. Förderband Fusionator. Muss hier hin. Muss hier vor. Das sieht gut aus. Und muss hier vor. So. Bei dem habe ich es richtig gemacht, oder? Ja. Habe ich.
Wir ziehen das mal eben fertig hier. So. Ich mach mal eben die Bänder da dran und dann geht's weiter. So. Die Bänder sind dran. Und dann können wir hier schon mal weitermachen. Das ist doch super. Als nächstes brauchen wir Beton. Oder mache ich erst den... Eieiei, das ist ein bisschen schwierig. Wir brauchen für zwei Sachen die Steel Pipes. Einmal direkt rein, einmal für die Stahlträger, Stahlbetonträger. Dafür brauchen wir wiederum Beton. Mit dem Beton müssen wir aber auch direkt reinmachen. Ich glaube, ich mache als erstes den Beton. Dafür brauchen wir 10,667. Wunderbar. Setzen wir hier hin. Bauplan. Maschinen. Den auf der Seite. Den so rum rein. Ne, dann nehmen wir erst den anderen Bauplan. Genau, da geht's raus. Wir setzen dich. So hin. Dürfte das passen? Zweiten daneben. Fertig. Ups. Einmal rauf da. Und dann die andere Seite. Den setzen wir mittig da drauf. Wir müssen jetzt gucken, aber den noch hier passend hinkriegen. Das sieht aber ganz gut aus. Und einmal hier neben. Nee. Da. So. So. Haben wir die nebeneinander, das ist doch schon mal gut. So, gleiches Spiel. Ich gehe hin und besorge mir mal ein bisschen Gummi und ein bisschen Sandstein. Ah, wir brauchen dieses Rezept. Und hau das hier rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Beton läuft auch. Dann können wir mal gucken, dass wir uns um die um den ummantelten Kram kümmern können. Das sind dann jetzt 27 Stück. Achso, hier muss ich noch ein bisschen die Zahlen anpassen, aber das ist nur für die letzten beiden. Also das kriegen wir schon hin. Also. Ich hätte das jetzt auf 30 ausgelegt. Ist ein bisschen blöd. So. Das setzen wir hier hin. Und so gefällt mir das. Also. Damit haben wir 12. Um die andere Seite daneben und dann gucken wir, wie es weitergeht. So dürfte das auch passen, ja.
So, also damit haben wir dann schon mal 12. Da stehen. Nochmal 12 sind 24. Wie mache ich die anderen? Mache ich einfach 3 Stück einer Seite und dann ist gut? Ja, das machen wir so. Das machen wir so. Aber wir ziehen uns vorher den Strom schon mal hier ran. Und, würde ich sagen, mache ich den Spaß fertig. Also der Beton kommt hier rein. So einem großen Teil. Und als zweites kommt dann der andere Kram da rein. Wie heißt es noch? Die Pipes. Die müssen wir dann hier unten reinlegen. Da können wir eigentlich schon mal dafür sorgen, dass wir das auch wirklich unten reinpacken, weil sonst wird das ein bisschen doof. Und davor setzen wir den Kollegen. Dahin. Dann können wir nämlich hier schön das zusammenführen, was wir zusammenführen müssen und den Rest rausleiten und einfach vorne rein. Beziehungsweise einmal runter, unten rum und gut ist. Ja, dann würde ich sagen, mache ich den Spaß hier mal weiter. Bis gleich. So. Die Kollegen stehen. Die bekommen Beton. Was relativ einfach war. Hier wird zwischendurch abgeschöpft und alles, was an Überschuss da ist, geht halt weiter geradeaus, dann passt das wieder. Dann laufen da schon mal die Stahlrohre, es steht sogar da, Stahlrohre dort lang. Und gleichzeitig habe ich die, also die laufen hier durch. Wir brauchen insgesamt für beides zusammen, habe ich die Rechnung noch? Ja, habe ich. 706 Teile, 780 passen auf so ein Band, mein Gott. Gib ihm. Weg damit. Also, das läuft. Alles, was da hinten an Überschuss ist, was ja relativ zeitnah dann passieren sollte, war der ja schon voll. Der ist auch voll. Der ist voll. Der ist voll. Also jetzt gleich, guck mal, der ist voll. Jetzt fehlen nur noch die hier hinten. Die sind auch sofort voll. Dann läuft das durch und kann hier schön alles dicht machen. Dann haben wir hier auch alles schön anstehen. Das läuft noch ein bisschen. Und dann kommen irgendwo hier, oh, das habe ich noch gar nicht verbunden, egal, kommen dann Stahlbetonträger raus. Warum kommen eigentlich noch keine Stahlbetonträger raus? Weil die einfach lange brauchen. Okay. Ja, und die brauchen 7, bevor sie überhaupt mal loslegen. Ja, gut. Also, das läuft jetzt schön da rein. So, das nächste auf der Liste sind Modular Frames, die dann noch rein müssen. Beziehungsweise das müssen wir jetzt auch noch hier anschließen. Das werde ich aber auch nicht so machen, dass die, ne, warum? Dass die erst noch, obwohl das könnte ich eigentlich, ne, dann ist das sauber. Einmal runter, da rein, wieder rauf, fertig. Okay, Modular Frames. Wir müssen nochmal Himmelherrgott, bin ich blöd. Wir reden jetzt einfach nicht drüber, dass ich von den Kollegen hier für Stahlbetonträger einfach mal 10 zu viele gemacht habe, weil ich mich einfach mit dem Ding hier verguckt habe. Wunderbar. Gut, ich reiß nochmal ein paar ab. Ich reiß noch mal ein paar wieder ab, korrigiere meinen Fehler und setze dahinter dann an. Letztendlich auch wieder das Gleiche. Ich mache da dann wirklich die, nicht das ändern. Müsste ich zwar einmal hier, dat, na gut, das kriege ich mit. Moment. Die Pipes hier rein ist halt gerade ungünstig. Wenn ich dich mal eben anhalte. Oh. So, lasst ihr mal laufen, dann könnte ich doch hier eigentlich hingehen. Dann brauche ich das nämlich nicht abreißen, weil ich muss genau diese Anzahl jetzt bauen.
Da müssen nur andere Sachen rein und dann das Rezept. Das heißt, hier ändern wir gleich das Rezept. Den Kollegen nehmen wir. Das ist ein bisschen blöd jetzt, aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, wir setzen einfach das, was wir ursprünglich machen wollen. Wir wollten hier neben. Genau, also hier kommen die Pipes hin. Reicht das dann vom Platz her oder muss ich da hinten anfangen? Ich fange da hinten an, das heißt, das geht einmal da runter, wird da hinten hochgebracht. Ja, so machen wir das. Das macht auch viel mehr Sinn. Ich habe zu wenig verstärkte Eisenplatten, weil ich da unten noch mal ein bisschen mit dem Gummi rumbasteln musste. Beziehungsweise mit dem Petroleumkoks, das ging nicht schnell genug weg, da habe ich scheinbar zu viel von. Aber die vier Platten zu holen, ist jetzt nicht das Ding. Gut. Wir packen mal die ohne Input dorthin. Auch schön nah da dran. Die mit Input auf die andere Seite. Das sieht relativ gut aus, was ich hier habe. Das ist okay. Einmal plumps, genau. Das sieht sogar sehr gut aus. Das setzen wir direkt. Was habe ich gesagt? Ich brauche 16 Komma knapp. Da hatte ich, oder 17 habe ich gesagt, da habe ich gesagt, machen wir 18. Okay, dann packen wir uns mal, oh guck mal, hier kann ich wieder schweben. Das ist gut. Was hat auch da? Sieht gut aus. Noch einen dahinter. Auch das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja. Eieiei. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, das so zu machen. Also zur Orientierung, wenn ich das jetzt mit, also alles ohne euch gemacht hätte, beziehungsweise also in mehreren Videos wären es, glaube ich, 4 Folgen geworden. Du siehst nicht so aus, als ob das passt. Da habe ich ein leichtes Offset. Was mich nicht stört. Nicht so weit im Spiel. So, dann würde ich sagen, verdrahte ich jetzt mal wieder ein bisschen und ich verbastel das und dann machen wir hier das rein, was wir da vorne eigentlich machen wollten und dies umgedreht wäre es einfach gewesen. Ich baue noch mal ein bisschen um. Bis gleich. So, der Kram steht. Oh, da ist noch ein Löchlein. Der machen wir mal eben zu. Und was jetzt noch fehlt, sind die verstärkten Eisenplatten. Und zwar 22 Stück. Also 22 Apparellos. Das wäre dann auch alles. Oh, ich habe nicht mehr genug Aluminium. Ja, okay. Der ganze Kram geht alles schon da hinten rein. Wenn das hier gebaut wird, wofür ich das hier ja noch brauche, was wir jetzt machen, geht das auch sofort rein. Das heißt, wir haben das dann relativ zügig auch fertig. Aluminium habe ich gesagt, ist da hinten. So. Baller rein. Passt schon. Jetzt brauchen wir für den ganzen Spaß. Oh mein Gott. Plastik? Nein, nicht Plastik. Wir brauchen dafür 80 Gummi. Jetzt weiß ich auch, was ich da unten hatte. Das waren eigentlich die 80. Okay, vielleicht muss ich da nochmal umbauen, aber das ist nicht das Schlimme. Das kriegen wir hin.
Auf jeden Fall haben wir den 80 Gummi und nochmal 100 auf die andere Seite. Und dann sind wir so 106. Wo war's? Konkret. Ja. 106 hier rein, aber nein, es läuft ja. Da rein, meine ich. So, dann drehen wir hier den Spaß wieder um. Und das in die Richtung. Und dann gucken wir mal. Wir fangen mit dem an. Wir müssen ungefähr ein bisschen weiter vor. Das sieht doch gut aus. So, hinten dran. Sag mal. Da kommen wir auf 12. 18. 24. Ich habe irgendwo einen zu viel. Oder der hat den Klick da hinten nicht genommen. Okay. Das würde den einen zu viel erklären. Dann machen wir den noch eben. So, dann einmal die andere Seite. Und dann können wir dieses auch für abgeschlossen erklären. Also wenn, ne, wenn alles läuft. Dahin, zack. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Passt. Dann kommst du dahinter. Eins. So. Und drei. Ich habe nicht mehr genug Zeug. Perfekt. Zwei Manufakturen. Da fehlt halt noch was für. Die müssen wir dann auch definitiv noch setzen. Ich mache das hier jetzt noch fertig. Und damit wir beim großen Finale quasi uns das zusammen angucken, mache ich auch die letzten zwei wieder mit euch in der nächsten Folge. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.